Oh, das war erst mal gleichzeitig, ich glaube, das ist schlecht. Ich wollte auch nochmal. Es wird in den Medien viel über das Verhältnis zu deinem Bruder spekuliert. Wie ist es denn wirklich? Schöne Einstiegsfrage. Ja, also ich glaube, dass wir früher eigentlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatten. Die letzten Jahre uns schon sehr auseinandergelebt haben. Also ich den Weg dann mit Family und Kindern zu Hause dann doch eher ja, in eine andere Richtung eingeschlagen habe, als mein Bruder gemacht hat. Dadurch hatten wir wirklich auch ein paar Jahre keinen Kontakt oder ganz, ganz selten, weil wir auch keine Berührungspunkte hatten. Jetzt in diesem Jahr ist es schon eigentlich so, dass wir uns wieder auf den Turnieren auch regelmäßig begegnen und dann auch ja, uns normal unterhalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns täglich oder ja, regelmäßig im Kontakt sind und irgendwie austauschen. Da gibt es dann doch ja, nicht mehr so viele Berührungspunkte, dass man da gerade im regen Austausch ist. Wie oft siehst du deine Goldmedaille aus Rio? Nicht so oft, aber sie liegt auch in einer sehr schönen Schatulle, die wir damals mitbekommen haben, die auch wirklich sehr, sehr schön ist. Und wir hatten sie jetzt tatsächlich ein, zwei Mal draußen, weil die Kinder sie recht interessant finden. Vor allen Dingen, weil sie so schwer ist und sie ja, es dann auch mal um den Hals haben wollen und es baumelt noch fast auf dem Boden rum. Also dadurch war sie jetzt ein paar Mal draußen, aber sonst ist es jetzt nicht so, dass ich mir sie regelmäßig angucke, weil sie in einer sehr schönen Schachtel liegt gerade. Also brauchst du das auch nicht, um wieder einen gewissen Ansporn zu haben? Nee, also das brauche ich nicht. Da ja, habe ich einfach Motivation genug, wieder gut Beachvolleyball spielen zu wollen. Und es ist schön, wenn man sie sieht und dann auch mal wieder handhält oder auch so einfach wieder dran zurückdenkt, was wir damals geschafft haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich das brauche, um mich wieder neu zu motivieren. Dafür macht mir der Sport so viel Spaß. Ist es Fluch oder Segen, auch 6 Jahre nach dem Sieg noch immer in 96% der Fälle auf genau diesen Erfolg angesprochen zu werden? Ach, eigentlich ist es ganz schön. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie, dass ich durch die Straße gehe und jeden Tag darauf angesprochen werde und auch die letzten Jahre natürlich da nicht oft ja, drüber gesprochen habe, nicht oft drüber nachgedacht habe, weil es einfach sich nicht ergeben hat. Von daher ist es was, ja, wo man gerne dran zurückdenkt und sich dann auch freut, wenn man darauf angesprochen wird. Klar, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen kann, man kann mich jetzt gerade mit der Leistung von 2016 vergleichen. Aber das weiß ich selber auch und das ist für mich auch völlig in Ordnung so, dass es so ist. Und deswegen empfinde ich es jetzt nicht irgendwie als Fluch, sondern freue mich darüber, weil es ja doch eine schöne Erinnerung ist. Alex und Dirk betonen immer wieder, dass das, was du 2016 präsentiert hast, das Beste war, was in deinem Sport auf deiner Position jemals gezeigt wurde. Wie schwer ist es zu akzeptieren, dass du dieses Niveau vermutlich nie wieder erreichen wirst? Ach, ich denke jetzt noch gar nicht drüber nach, ob man es nochmal erreichen kann oder nicht. Ich weiß, wie viel Arbeit es tatsächlich war, um dahin zu kommen, um das spielen zu können. Ich bin gespannt, ob ich das bald mit dem Engagement oder mit dem, man hat ja wirklich nur Beachvolleyball gehabt und alles andere gab es nicht, hat keinen Platz gehabt. Ich weiß, dass es jetzt so nicht mehr gehen wird, weil dafür ist Family dann auch einfach zu wichtig, um zu sagen, die schließe ich jetzt nicht anderthalb Jahre aus und gehe nochmal voll nur auf Beachvolleyball. Von daher ja, wird es wahrscheinlich zu dieser Leistung nicht mehr reichen, aber ich freue mich auch darüber, wenn es dann phasenweise auch einfach mal wieder da ist, dass es sich jetzt auch zwischendurch jetzt schon wieder anfühlt, so, man ist im Block da, man hat ein Gefühl dafür, man hat das Gefühl, man ist drüben, man ist wieder so ein bisschen im Spiel drin. Dass es dann nicht konstant über ein ganzes Spiel oder Turnier reicht, ist okay, aber ich freue mich auch darüber, dass es auch phasenweise wieder in die richtige Richtung geht. Wie kriegst du 3 Kinder und Beachvolleyball jongliert? Ja, sehr spannende Aufgabe auf jeden Fall. Ich habe das große Glück, dass Maria, aber auch unsere Eltern uns da ordentlich unterstützen. Es ist einfacher geworden in den letzten 3 Jahren. Also gerade das erste Jahr war schon knackig. Da war schon wirklich gut, dass wir auch beide dann zu Hause waren und uns die Arbeit aufteilen konnten. Mittlerweile kann man sie auch ganz gut alleine handeln. Aber wie gesagt, auch die Hilfe unserer Eltern ist da sehr, sehr wichtig, dass ich da die Freiräume habe, jetzt wieder hier zum Turnier gehen kann, im Trainingslager oder dann auch mal nach Hamburg fahre. Family kommt mal mit, mal bleibt zu Hause. Das ja, ist eine Organisationsaufgabe auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall ohne das Backup von zu Hause, gerade was Maria da aufhängt, nicht möglich. Wie groß waren die Zweifel vor deinem Comeback? Zweifel ja, aber eher aus körperlichen Gründen, weil es einfach wirklich damals nicht mehr ging und ich dahin auch nicht nochmal zurück möchte, dass ich da wirklich mit den Schmerzen ja, mich eigentlich nur noch durchquäle, weil dann macht es auch einfach keinen Spaß. Bislang läuft es ganz gut.
der Körper hält, auch wenn die Knie sich ab und zu melden, aber ich glaube, das ist auch in Ordnung und das ist alles im Rahmen. Von daher, da hatte ich auf jeden Fall Zweifel und das andere, ach, da bin ich recht entspannt rangegangen, weil ich weiß, dass ich nicht das geben kann gerade, was die 5 Jahre vor Olympia. Und ja, freue mich, dass ich auf jeden Fall jetzt hier auf der Tour auch erstmal ganz gut mitspiele und die Kurve gerade noch bergauf geht, dass ich merke, selbst die Spiele und Turniere hier sind einfach gutes Training für mich, um gerade wieder reinzukommen, um besser zu werden. Wer sind deine Lieblingsgegnerinnen auf der German Beach Tour? Gute Frage. Ich habe welche, gegen die ich nicht gerne spiele. ich spiele nicht gerne gegen Melli und Anna, einfach weil sie einfach freundschaftlich sehr nah dran ist und dann ist es immer schwierig, so eine gewisse Aggressivität im Spiel zu haben, obwohl es auch mal sehr lustige Spiele sind. Das mag ich nicht so gerne, dann ist jemand, den man nicht ganz so gut kennt, wo man sich wirklich voll aufs Spiel konzentriert, ein bisschen leichter. Ansonsten, nee, Lieblingsgegner tatsächlich nicht. Also eher so, ach, gegen die muss man jetzt nicht unbedingt spielen. Und spielerisch, wer stört dich da? Also stören im Sinne von schwer spielen, wer lässt sich schwer spielen mit deiner Meinung nach? Welches Team? Naja, da hatten wir jetzt auch Melli und Anne schon ein paar Mal, gegen die wir auch, ich glaube, 3-mal gegeneinander gespielt, bislang 1-mal gewonnen, 2-mal verloren habe. Sandra und Isa, wenn die da sind, ist natürlich auch ein sehr, sehr starkes Team, obwohl ich da auch gerne gegen spiele, weil man nichts zu verlieren hat einfach und befreit aufspielen kann. Ach, ich freue mich eigentlich auf alle Spieler, die man hat. Also ob super starke Gegner sind oder auch wenn man als Favorit reingeht, das ist einfach ja gutes Niveau auf der deutschen Tour, was ja auch immer die letzten Jahre schon tun wurde und da ja, freue ich mich einfach spielen zu dürfen. Welchen Sportler oder welche Sportlerin bewunderst du am meisten? Also früher, aber es war dann natürlich doch sehr volleyballlastig, also war ich ganz, ganz großer Fan von Angelina Grün als Jugendspielerin. Dann irgendwann, als ich zum Beachvolleyball gewechselt habe, Kerry Walsh. Einfach faszinierend, wie lange sie auf der Tour und gerade jetzt, wenn man selber Kinder hat, noch mal bewundernswerter, wie ja, 3 Kinder während der aktiven Zeit bekommen hat und großgezogen hat und einfach noch weiter auf der World Tour gespielt hat. Das waren schon so die beiden, ja, zu denen ich raufgeguckt habe. Was war die schlimmste Frage, die dir mal in einem Interview gestellt wurde? Ach, die gab es zum Glück noch nicht. Kannst du noch mal weitermachen? Vielleicht kommt dann eine. Das war dann die letzte. Ach so. Okay. War gerade eine schlimme dabei? Eigentlich auch nicht. Nee, zum Glück hatte ich keine. Eigentlich auch schön, will ich auch. Also zum Glück hatte ich noch keine, wo ich sage, die will ich nicht hören. Okay. Ja. Dann kann ich das fertig. Vielen Dank.